Heute Morgen gegen 8 Uhr stieg in Jena Nord aus einer Fernwärmeleitung Dampf auf. Die Stadtwerke Jena Netze mussten feststellen, dass die Wärmeversorgung für alle Haushalte nördlich des Emil-Höllein-Platzes unterbrochen ist. An der Kreuzung Naumburger Straße-Altenburger Straße versuchen Mitarbeiter, die Ursache für das Leck in der Wärmeleitung zu identifizieren. Also zuerst ging es natürlich darum, den Schacht leer zu pumpen. Da war natürlich heißes Wasser drin. Dieses Wasser war 130 Grad warm. Dann auch natürlich Schlamm, ist ja im Erdreich. Das ist das, was aktuell noch gemacht wird oder gemacht wurde, um genau zu sein. Jetzt sind Kollegen unten im Schacht und suchen eben nach der Fehlerursache, um dann natürlich schnell die Reparatur zu machen. Aber das muss man ganz klar sagen, der Vormittag war hauptsächlich Fehlerfindung. Es ging darum, wirklich das Wasser leer zu pumpen, dieser heiße Dampf, das heiße Wasser musste dann eben weg und auch eben der Schlamm. Rund 6.500 Haushalte sind nun von der Fernwärme abgeschnitten und haben weder warmes Wasser noch eine funktionierende Heizung. Die Stadtwerke Jena haben die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sodass sich die Wärme möglichst lange im Wohnraum hält. Trotz der Bemühungen der Stadtwerke bleibt die Ursache für die defekte Wärmeleitung bislang unklar. Oberbürgermeister Thomas Nietzsche teilte in einem Online-Pressegespräch mit, dass die Stadt deswegen einen Evakuierungsplan erarbeitet. Wir werden dafür sorgen, dass direkte Ansprache vor Ort stattfindet, also dass überall geklingelt wird, dass niemand, ohne dass wir es merken, alleine in seiner Wohnung bleibt und vielleicht hilflos der Situation ausgeliefert ist. Wir sind dabei, über die Wirtschaftsförderung zu organisieren, dass wir eine Reihe von Hotels verfügbar machen für den Fall, dass wir Menschen evakuieren müssen aus ihren Wohnungen und über die Nacht alternativ unterbringen müssen, dass das in Hotels passieren kann. Für den Fall, dass es Größenordnungen annimmt, die in den Hotels nicht abzudecken sind, haben wir KJ gebeten, dafür zu sorgen, dass eine große Turnhalle verfügbar ist, wo wir im Zweifel dann schauen müssen, dass wir trotz Corona auch mehr Menschen unterbringen können, sofern das erforderlich werden sollte. Die Stadt hat eine eigene Website für die Evakuierung der betroffenen Haushalte eingerichtet. Unter www.jena.de/havarie veröffentlicht die Stadt die aktuellen Entwicklungen. Vorsorglich werden auch alle Bewohner westlich der Naumburger Straße gebeten, sich auf eine Reduzierung der Heizwärme einzurichten. Das dortige Heiznetz arbeitet nur noch mit der vorhandenen Restwärme und ist ebenfalls vom Wärmenachschub aus dem Kraftwerk in Winzala abgetrennt. Die Stadtwerke Jena arbeiten unterdessen mit allen verfügbaren Kräften daran, die Schadstelle ausfindig zu machen und das Leck zu reparieren.